Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für den Monat Februar. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Wir haben schon März und ich wollte euch nicht vorenthalten, was ich an Müll produziert habe. Wir fangen jetzt einfach mal an mit den verschiedenen Kategorien. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt und wir legen jetzt einfach mal los mit Körper, Duschen, Duschgele. Aufgebraucht habe ich ein Duschgel von Palmolive Aroma Sensation Absolute Relax Duschgel in der Duftrichtung Lavendelöl, Yang Lang und Kardamom. Und ja, ich mag die Düfte von Palmolive und ich mag die Duschgele von Palmolive. Und das riecht richtig schön nach Lavendel. Ich mag Lavendel sehr, sehr gerne und diese Mischung hat mir sehr, sehr gut gefallen und das werde ich mir auch nachkaufen. Ein weiteres Duschgel und zwar von Balea. Schönheitsgeheimnisse, milde Duschcreme, Reismilch. Das riecht nach... es riecht auf jeden Fall sehr, sehr süßlich, sehr schön, sehr dezent aber auch. Und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein weiteres Duschgel, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist ein Duschgel von Rituals. Und zwar aus der Reihe The Ritual of Ayurveda. Und das war in einem Set drin mit einem Haarshampoo, mit Körperdusche, Schaumdusche und dann war noch irgendetwas dabei und halt dieses Duschgel. Da sind 75 Milliliter drin, aber ich bin da wirklich sehr, sehr lange mit ausgekommen. Und die Düfte von Ritual, die sind einfach göttlich. Ja, wenn ihr das noch nicht kennt, schnuppert dran. Das ist meine absolute Empfehlung. Und wie gesagt, man kommt da wirklich sehr, sehr lange mit hin. Mit Rituals, Cremes, mit Rituals, Duschgelen, Shampoos. Alles, was ich ausprobiert habe, da bin ich wirklich immer sehr, sehr lange mit ausgekommen. Die sind wirklich sehr ergiebig. Und wie gesagt, die Düfte sind einfach göttlich. Gebraucht habe ich auch eine Intimwaschlotion von Facel Intim. Das ist eine Rossmann-Marke mit Avocado- und Kamilleextrakt, duftneutral mit Milchsäure, pH-Wert 4,2. Ich wasche mich immer mit Intimlotionen, weil ich das am besten vertrage. Ja, ich hab schon mal Duschgele ausprobiert und das war nicht so prickelnd. Nee, das hat eher gebrannt und von daher kaufe ich das immer nach und eins steht schon bei mir in der Dusche. Für die Hände habe ich oder haben wir aufgebraucht Balea Cremeseife, Mystic, Night, duftet nach goldenen Brombeeren, nach goldener Orchidee und Brombeeren. Ist eine Limited Edition gewesen. Hat mir ganz gut gefallen, aber es gibt auch noch bessere Düfte. Ich finde es schön, dass Balea die Düfte auch sehr häufig wechselt, beziehungsweise auch Limited Editions anbietet. Und hin und wieder finde ich da richtig schöne Schätzchen. Und ja, das gehört jetzt nicht dazu, ne, das wo ich sagen würde, wow, würde ich nochmal kaufen. Aber es war ganz okay vom Duft her und es hat auf jeden Fall die Hände gereinigt, das ist ja das Wichtigste. So, kommen wir zu der Kategorie Haare und zwar habe ich hier einmal von Jean und Len. Das ist ein Shampoo mit Mango und Avocado und da sind 300 Milliliter drin, damit bin ich eigentlich auch relativ lange ausgekommen. Im Vergleich zu anderen Shampoos ist es doch relativ teuer, aber Jean und Len ist ja auch bekannt für seine Natürlichkeit, für seine Nachhaltigkeit und ich habe es ganz gut, also ich fand es nicht schlecht, ich fand wirklich nicht schlecht, aber ich glaube nachkaufen würde ich es mir nicht, weil ich finde es gibt bessere, ja es gibt einfach bessere Shampoos von anderen Marken, aber ich fand es nicht schlecht, muss ich sagen. Also dafür, dass es nachhaltig ist, hat es sehr gut funktioniert, weil ich manchmal Probleme habe, wenn da keine Silikone drin sind. Das ist ohne Parabene und ohne Silikone. Wenn die nicht drin sind, dann, dann bringen die mir einfach nichts. Dann machen die meine Haare einfach spröde und
Ja, das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ja, es reinigt schon, ja, aber das soll ja auch die Haare geschmeidig machen und das hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert. Aber im Vergleich zu anderen Naturkosmetikmarken war es sehr, sehr, sehr gut. Ja, weil wir gerade von Naturkosmetik-Shampoos sprechen, ich habe hier einen Flop. Das ist von Alverde, auch ohne Silikone und ja, das ist zu Schuppen neigende Kopfhaut. Ja, also ich fand es nicht gut, weil erstens die Konsistenz, es war eine wirklich sehr, sehr gelige Konsistenz und es ließ sich auch nicht sehr gut in meinen Haaren verteilen, sodass ich einfach mehr Produkt nehmen musste, ja, um das gewünschte Haargefühl zu bekommen, ja, ein Sauberkeitsgefühl und ja, von daher, ich würde es mir nicht nachkaufen. Duft war sehr zitronig, glaube ich. Ein bisschen Zitrone drin. Es riecht auf jeden Fall. Es riecht etwas nach Zitrone und der Duft ist okay. Aber wie gesagt, das hat meinen Haaren überhaupt nichts gebracht. Dann habe ich hier von, ja, welche Firma? Hands on Veggies, genau. Das war in einer Vegan Beauty Basketbox und das ist ein Anti-Frizz Leave-In Conditioner. Kurkuma, also mit Gurkenduft. Und den Duft fand ich gewöhnungsbedürftig, aber war okay, konnte ich noch riechen. ja, es gibt bessere Düfte. Es gibt auch bessere Gurkendüfte in Produkten. Die hat mir nicht so ganz gefallen, aber ich muss auch sagen, dass die Wirkung für mich auch nicht effektiv war. Das ist ja ja, man wäscht sich die Haare und dann tut man diesen Conditioner in die Haare reinsprühen und lässt es dann auch in die Haare einwirken und wäscht es auch nicht aus. Es hat mir, wie gesagt, auch hier nichts gebracht. Das ist auch Naturkosmetik und es hat mir hier auch nichts gebracht. Meine Haare haben sich ineinander verkettet. Ich konnte sie nicht richtig durchbürsten und irgendwie hat mir das nicht so gut gefallen. Ein weiteres Produkt, auch Naturkosmetik, was ich allerdings sehr, sehr gut fand, und zwar ist das von Alterra. Eine Rossmann-Naturkosmetikmarke, die Express-Sprühkur mit dem Duft von Frangipani, den ich sehr, sehr gerne mag, und Bio-Kokoswasser. Für kraftloses und trockenes Haar glättet die Haaroberfläche. Und ich fand es richtig gut, doch. Also ich habe es mir nach dem Haarewaschen ins feuchte Haar eingesprüht und so ein bisschen verteilt und ich mochte den Duft sehr gerne und die Haare wurden etwas kämmbarer und ob die jetzt geglättet worden sind extra wegen diesem Produkt, weiß ich nicht, aber ich hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl danach und war damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Balea Rasiergele, die nutze ich immer. Und jetzt habe ich eins aufgebraucht, was nach Kokos und Frangipani duftet. Ein sehr, sehr schöner Duft. Ist eigentlich fast der gleiche Duft wie diese Expresskur von Alterra, die ich gerade eben gezeigt habe. Und ja, das ist ein ganz tolles Rasiergel. Der Vorteil von Rasiergelen im Vergleich zu Rasierölen, ja, das gibt es ja auch von Balea, ist, dass die Härchen nicht in dem Rasierer stecken bleiben. Bei Ölen ist es so, dass nach meiner Erfahrung, dass die einfach diese Klingen verstopft haben und dann konnte man die Klinge eigentlich sofort zur Seite legen, wegschmeißen, je nachdem, was für eine Klinge man benutzt. Deswegen bin ich hier bei Balea geblieben und Rasiergele kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau, kommen wir Richtig. zum Körper, zur Körperpflege. Und zwar habe ich aufgebraucht die Fuß-Deo-Creme Crazy Coco mit Kokosduft. Es ist eine ganz normale Fußcreme für den Sommer gewesen, eigentlich ganz angenehm, weil es auch leicht gekühlt hat.
Der Duft war okay, für schwitzende Füße ist das eigentlich eine gute Lösung, wenn man sowas benutzt nach dem Füßewaschen. Ja. Mir hat es sehr gut gefallen, es hat die Füße sehr gut gepflegt und ja, die ist. Sie hat auf jeden Fall sehr gut gepflegt und das ist eine Creme vom, ich glaube, vom letzten Jahr. Da kam so eine Reihe raus. Ich muss sagen, bei Fußcremes ist es mir eigentlich egal, welche Creme ich benutze. Wenn ich zum Beispiel eine Gesichtspflegecreme habe, die mir einfach auf meiner Gesichtshaut nicht gut tun, die nicht gut riechen, die ich nicht mag, dann werden die nicht weggeschmissen, sondern ich benutze sie einfach für meine Füße. Dann habe ich von einer Naturkosmetikmarke im Müller damals gekauft, Naturé, ein vitalisierendes Körperöl mit Bio-Arnika-Blütenextrakt und Traubenkernöl. Es hat nicht so lange gehalten, also man muss da wirklich darauf achten, dass man das Körperöl auf feuchter Haut, also direkt nach dem Duschen aufträgt, sonst muss man einfach zu viel Produkt verwenden, um eine Wirkung zu bekommen. Eigentlich ganz gut gewesen, fand ich nicht schlecht, würde ich es mir aber nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von der Firma Nu Skin aus der Reihe Epoch Soul Solution Food Treatment. Eine Fußcreme, die ich sehr gerne benutzt habe, weil ich finde, dass sie sehr gut geholfen hat. Sie hat die Füße weich gemacht. Sollte man nicht bei offener Haut anwenden, sonst fängt es an zu brennen. Aber ja, sobald die Ellenbogenhaut ein bisschen rissiger war oder rauer, konnte man das sehr, sehr gut anwenden und man hat die Pflegewirkung sofort gespürt. Gebraucht habe ich noch das Garnier Micellenreinigungswasser All-in-One in Waterproof. Und ich benutze es immer. Also ich habe kein besseres Produkt gefunden bisher. Und es macht das Augen-Make-up sehr, sehr sanft weg, sehr schnell weg, sehr gut weg. Und ja, das kaufe ich mir immer nach und ich habe auch schon eine volle Pulle bei mir im Schränkchen stehen. Von der Firma I+M Augenbalsam Fair Organic Vegan. Das ist eine Firma, die mir sehr, sehr gut gefällt und wobei ich hier sagen muss, dass mir die Pflegewirkung ein bisschen zu wenig war, aber für den Sommer oder für warme Tage finde ich diese Creme sehr, sehr gut geeignet, weil sie sehr leicht ist. Genau. Aber die Firma finde ich sehr, sehr gut, die haben ganz tolle Produkte, da müsst ihr einfach mal auf der Homepage gucken. Und ansonsten haben die auch im DM einige ihrer Produkte stehen. Eigentlich sehr gut befunden und ich nutze es eigentlich auch schon Jahre. Ja, das ist von NYX Rêve de Miel. Das habe ich einmal vor ein paar Jahren gesehen bei der Mamako Beauty. Und seitdem habe ich es eigentlich immer in meinem Schränkchen stehen. In meinem Nachtschränkchen. Allerdings bin ich sehr, sehr cremefaul, was die Lippen betrifft. Ja, es ist eine cremige, fast feste Paste. Und sie hat, glaube ich, so ein bisschen Peelingkörner in sich. Leider ist es zu lange bei mir in der Schublade. Es riecht schon so ein bisschen anders. Das hat aber einen ganz schönen, wunderschönen, wunderbaren Duft von Zitrone. Also das mag ich sehr gerne. Das ist so in einem Glasfläschchen verpackt, aber man muss es halt schnell aufbrauchen, weil es nur 6 Monate laut Verpackung mindestens 6 Monate nach Öffnung aufzubrauchen ist und das habe ich leider nicht geschafft. Das ist eine Augenpflege aus der Vegan Beauty Basket Box, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Von der Firma Myna Contorno de Ojos. Das ist eine Augenpflege und ich habe die anfangs benutzt, ja, aber irgendwann habe ich die dann vergessen, irgendwo im hinteren Schränkchen. Und ja, irgendwie hat mir der Duft nicht mehr so gut gefallen, weil der sich etwas verändert hat. Und ich war mir nicht sicher, kann ich das noch auf dem Auge anwenden oder nicht. Und da habe ich einfach beschlossen, das für meine Füße abends
anzuwenden vor dem Schlafengehen und somit habe ich das aufgebraucht. Rexona Maximum Protection Antitranspirant Creme fand ich sehr gut. Es ist eine Creme, die kommt hier durch diese Löcher raus, indem man das hier unten dreht. Dann geht man damit unter die Achseln. Das hält den ganzen Tag, es hält die ganze Nacht, es hält dann auch den nächsten Tag, bis man sich dann wieder duscht und ja, der einzige Nachteil, ich weiß nicht, ob das sehr hygienisch ist hier oben, am Ende sieht das dann nicht mehr so schön aus und riecht auch nicht mehr so gut und ja, also ich fand es vom Effekt sehr gut, vom Duft her sehr gut und ich habe auch schon ein neues in meinem Schränkchen. Dann haben wir hier die AP24 Whitening Fluoride Tooth Paste, Zahnpasta von NuScan. Kann ich empfehlen. Habe ich da eine Review drüber gemacht? Nee, glaube ich nicht. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, weil diese Zahncreme tatsächlich die Zähne heller macht. Und es ist so, dass sie quasi wie eine Art Teflonschicht um die Zähne legt. Die fühlen sich einfach nach dem Zähneputzen sehr, sehr glatt an. Und dadurch, dass sie durch diese Teflonschicht sozusagen, ist keine Teflonschicht, aber so in der Art, können sich halt Dreck und Bakterien und so weiter viel schlechter da auf den Zähnen ansiedeln, genau. Und ja, mir gefällt sie sehr gut, vom Geschmack ist sie okay und die werde ich mir auf jeden Fall nochmal neu bestellen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.